Das ist ja unser Wagner-Werkzeug. Gerhard Richter hat natürlich spezielle Werkzeuge, genau, die sind sehr groß und die sind extra für ihn hergestellt. Oh. Auch wenn man meine Videos gleich nach Gerhard Richter sieht, trotzdem bin ich so ein extra Workshop, die Werkzeuge herstellen zu lassen, haben wir einen Zeitpunkt irgendwann. Deswegen nehme ich das. Das ist Maurerblätter. Kann man im Baumarkt kaufen, kostet so etwa 10 Euro. Am besten, was nicht rostet, rostfrei. Metall. Und damit kann man auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Für später, dann, wenn wir was Großes wollen, haben wir dann das. Für später. Ja, das geht ja auch. Was ist das eigentlich? Das ist auch so eine Art Spachtel, Maurer, Meter auch. Und wenn das nicht reicht, dann haben wir noch auch das. Das ist einfach ein Holz, ne? Das ist ein Holz. Und lieber Wolf, sag mir, was wäre die zweite Farbe, was ja, dazu sagen würde? Rot ist sehr gut, genau. Also das ist jetzt der Punkt, komplementär. Das heißt, wir wollen kontrastreiche Bilder malen. Wenn man diese Technik beherrscht, kann man auch monochrom machen mit wenigen Farben, aber wenn man es bei dem Kurs ist, ist es wichtig, dass man sieht, wie die Technik funktioniert, weil diese Schichten freizulegen geht am besten, wenn wir mehrere verschiedene Farben haben. Aber die Kunst ist natürlich, dass aus diesen schönen Farben das nicht matsch wird. Das ist sehr wichtig. Okay. So eine Farbe, okay. Dann war das die Farbe, ne? Ja. Du stehst neben mir und ich möchte ruhig machen. Alles klar. Ich mache das immer so. So, ja. Okay. Also hätte ich es mit Acryl gemacht, ne? Was wir auch manchmal machen, Acrylkurse. Mhm. Und das schon tropfen und laufen. Ja. Aber Öl? Der wichtigste jetzt. Jetzt das Ansetzen. Drückst du eigentlich ziemlich stark jetzt, oder? Nicht sehr. Aber du hast sie schräg angesetzt. Ja. Weil sonst, und dann, was hier zu viel ist, ne, nehme ich noch mit und verteile es.